Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Olaplex in den Haaren, also ich habe mir Olaplex 3 in die Haare heute Morgen gegeben. Ich glaube, es war um 7:30, das ist jetzt 2 Stunden her. Im Hintergrund läuft meine Spülmaschine. Ich dachte, ich nehme euch heute durch den heutigen Tag mit, denn ich habe kein Internet zu Hause. Irgendwas ist hier auf dem Dorf passiert, irgendeine Baustelle oder so. Und das gesamte Dorf hat kein Internet. Also alle, die Telekom haben, haben kein Internet. Ja, und somit dachte ich mir, ich nehme euch durch meinen langweiligen Tag heute ein bisschen mit. Ich habe gerade schon etwas Produktives gemacht, denn ich habe meine Schminke aussortiert. Das habe ich jetzt alles aussortiert. Das wird auch alles weggehen, weil das ist alles auch benutzt. Außer 1, 2 Teile. Sowas hier ist nicht benutzt oder so. Aber ansonsten landet das alles in dem Müll. Also das kann ich auch alles nicht mehr gebrauchen. Also auch ihr könnt das alles nicht mehr gebrauchen, weil das so hygienische Dinger sind wie Wimperntusche, die sowas gebe ich nicht weg. Und auch so gekippte Sachen, die einfach auch nicht mehr gut sind. Von daher, ja, lassen wir das so stehen und es geht einfach weg. Und trotzdem habe ich einfach noch zu viel Scheiße hier drin. Ich habe schon radikal aussortiert, aber so von manchen Sachen kann ich mich einfach nicht trennen. So von MAC Lidschatten. Man sieht zum Beispiel, den habe ich wirklich ganz, ganz oft benutzt. Das ist All That Glitters, wenn er aufgehen würde. Das macht sich mit einer Hand richtig geil. So, den habe ich geliebt. Und da tut es mir so ein bisschen im Herzen weh, das auszusortieren, genauso wie ich habe hier extrem viele MAC Lippenstifte, die ich auch nicht mehr benutze. Also wie denn auch? Woher soll ich denn wissen, welcher Lippenstift hier unten ist? Ich kenne jetzt auch nicht alle Lippenstifte auswendig, die ich habe. Okay, den habe ich schon des Öfteren mal benutzt. Was ist denn das für einer? Ach, das ist Velvet Teddy. Ja gut, also den habe ich wirklich oft benutzt, aber das ist dann eher so die Ausnahme, ne? Also, hier an der Seite habe ich so ein paar Flop-Sachen für ein Video. Hier ist jetzt ein bisschen leerer. Ich muss mir das vielleicht noch ein bisschen sortieren, aber ansonsten sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Und hier an die Seite habe ich mir einfach mal so ein paar Dinger hingestellt, die ich entweder aufbrauchen muss oder die ich mal benutzen muss. Zum Beispiel will ich schon seit einiger Zeit diesen Trend It Up Holo Face Base, die Holo Face Base benutzen, also den Primer. Dann hatte ich mir ja noch 2 eigene neue Primer. 2 eigene, das hört sich an. Das hatte ich für ein extra Video gekauft, also ganz explizit. Und die hatte ich mir ja einfach so mal gekauft und die wollte ich auch mal ausprobieren. Aber wie soll ich das denn ausprobieren, wenn das alles da drin vergammelt sozusagen? Und dann habe ich so ein paar Sachen, die ich einfach gerne aufbrauchen würde. Zum Beispiel das Fix Plus. Ja, das ist nicht das Fix Plus, das ist das Charged Water, aber es ist so ähnlich. Und den Coconut Primer, der ist mir hier schon gerissen. Also ja, so ein paar Dinger möchte ich einfach gerne aufbrauchen und benutzen. Und den The Ordinary Primer, der geht auch komplett unter. Also habe ich mir hier so ein bisschen was hingestellt. So sieht es jetzt erstmal aus. Jetzt werde ich mich um meinen weiteren Haushalt kümmern. Das kommt jetzt erstmal alles in einen Müllsack. Der kommt weg. Das ist die Aufgebrauchtüte. Ja. So, jetzt ist es 10.10 Uhr. Ich habe alles im Haushalt erledigt. Jetzt ist die Frage, fahre ich jetzt schon in den Garten? Haare habe ich jetzt noch nicht gewaschen. Das werde ich erst nachher machen, wenn ich wieder aus dem Garten raus bin. Ich habe jetzt eine Tasche zusammengepackt mit Proviant und Bikini habe ich schon drunter. 10.10 Uhr, das ist schon Gartenzeit. Ich glaube ja. So, ich habe mir jetzt eine Decke, ein Handtuch. Da drin ist noch ein bisschen was zum Naschen, also ein paar Kekse, was zu trinken. Dann werde ich mir aber noch das angefangene Trinken mitnehmen und mein Buch. Und zwar das, Sebastian Fitzek. Und immer komme ich nicht dazu, weil die Spülmaschine läuft. Naja, machen wir erstmal hier zu. Wow.
nehme ich mir noch Geld mit. So, jedenfalls zurück zum Buch. In der Regel komme ich dazu nicht, weil ich entweder schneide, am Laptop sitze, E-Mails beantworte oder einfach vom Handy hänge. So ist das. Handy, das angefangene Trinken und dann fahre ich mit dem Fahrrad. Schlüssel, Gartenschlüssel. Das ist jetzt mein Outfit. Ich habe mir einfach so einen gelben Jumpsuit übergeschmissen. Und da geht's los. So, wie man unschwer erkennen kann, ich bin im Garten angekommen. Mein Bikini habe ich an, ich bin nicht nackig. Ich muss ein bisschen leiser reden. Irgendwie schläft das ganze Dorf noch. Ich gehe jetzt erstmal in den Pool und dann lege ich mich auf die Hollywood-Schaukel. Hört ihr was? Ich auch nicht. Und genau das ist das, was ich so im Dorfleben liebe. Die Stille. Ah, ich liege jetzt in der Hollywood-Schmuckel. Ich habe mir hier ein bisschen bequem gemacht. Werde mir gleich mein Buch nehmen. Oh, das sieht ja auch appetitlich aus. Vor allem, als ich auf dem Fahrrad saß. Da hätte ich auch nackt fahren können. Also zurück muss ich auf jeden Fall das Fahrrad schieben. Der Jumpsuit, der ist so kurz. Also... Da hat man meine halbe Arschbacke gesehen. Und so wollte ich jetzt nicht unbedingt fahren. Ja. Ich werde jetzt ein bisschen entspannen. Schaut mal. Könnt ihr das sehen? Ich liebe ja den Teich. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Fische da drin sehen könnt. Hier ist das Gartenhäuschen. Und das hat mein Schwager jetzt alles neu gemacht. Hier kommt noch so eine Terrasse hinten ran, wo man dann auch noch was bepflanzen kann und so. Ja. Der Teil wird noch gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie viel Grad wir haben. 32. Ja, 32. Also hier kann meine Schwester dann alles noch bepflanzen nach und nach. So wie Balkonkästen und sowas. Ich glaube, jetzt kann man sie besser kennen. Die Fischchen. Geh mal rum. Ich liebe sowas. Teich. Oh, guck mal, da sind ganz viele Schwarze auch mit drin. Ich werde jetzt noch, es ist jetzt kurz nach 12 bis 1 auf jeden Fall hier bleiben, mein Buch noch ein bisschen lesen. Und dann werde ich nach Hause fahren. Und vielleicht erst noch was zum Mittag machen. Ich habe jetzt nur diese Plätzchen, also diese Kekse mitgenommen. Ist ja auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann muss ich mir mein Olaplex auch mal langsam rauswaschen. Ich glaube, die Sonne zieht das auch noch mal so ein bisschen raus. Ja. Hier hängen sogar Pfirsiche am Baum. Ich weiß gar nicht, wann die reif sind. Und morgen werde ich dann wiederkommen. Ich lasse auch alles hier. Also mein Handtuch, meine Decke und so. Meine Plätzchen. Meine Eierkekse. Ich glaube, die meisten Leute kommen erst nachmittags in den Garten. Wenn überhaupt. Bei der Hitze, glaube ich, eher zum Abend hin. Wir sind alle arbeiten. Obwohl Ferien sind. Als ich heute Morgen um 10 Uhr durch die Gärten durchgefahren bin, da war das alles total leer. Meine Lippe ist irgendwie angeschwollen. Ich setze mich jetzt wieder in mein Stühlchen, lese noch ein bisschen mein Buch. Und dann sehen wir uns wieder zu Hause. Wenn man zwischendurch im Pool war, merkt man gar nicht, wie warm das eigentlich ist. Guten Morgen! Heute ist schon der nächste Tag. Ich wollte mich nur noch mal kurz verabschieden. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt, wie man unschwer erkennen kann. Ich bin aus dem Garten direkt zu meiner Mama. Dort gab es Mittagessen. Habe ich mich gefreut. Dann sind wir noch einkaufen gefahren. Und dann bin ich nach Hause. Und dann bin ich auch wirklich fast wie so ein nasser Sack ins Bett gefallen. Ich hatte so krasse Kopfschmerzen, also richtig Migräne. Und habe ich mir eine Kopfschmerztablette eingeschmissen und mich einfach nur noch ins Bett gelegt.
Und dann ging es auch wieder. Also heute Morgen ist alles in Ordnung. Ich habe schon mein Bikini an. Ich werde auch wieder in den Garten fahren. Ich muss bloß noch so ein paar Sachen erledigen. Ich muss noch zur Post und wollte noch ein, zwei Sachen am Laptop machen. Mein Handy noch laden. Und ja. Ansonsten hoffe ich, dass dieser normale Vlog euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Spätestens am Wochenende nehme ich euch wieder ein bisschen mit. Denn da fahren wir weg. Und ich nehme euch mit. Alles klar, einen traumhaft schönen Tag, fühlt euch gedrückt, eure Sandra, tschüssi.